Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Kirby und das vergessene Land. Im letzten Part war es echt krass. Elfeline wurde von König DDD entführt und wir haben jetzt das verbotene Land betreten. Wir befinden uns jetzt hier auf diesem komischen Kontinent, sage ich mal. Auf dieser Insel. Scheint eine Art Wüste zu sein. Ich finde auf jeden Fall das Coolste, da hinten sieht man so eine Art Turm in der Ferne. Und hier hätten wir auf jeden Fall das erste Level, die Wüste Wiege des Lebens. Und ich denke mal, dass das der Ort ist, den was Elfeline kurzzeitig erwähnt hatte, mit dass das Bestienrudel von weit her gekommen ist. Ich denke mal, das ist die Heimat von denen, dieses verbotene Land. Oder diese verbotene Insel, besser gesagt. So, wir haben auf jeden Fall hier, unser Freund will hier etwas. Elfeline wurde von König DDD entführt. Oh mein Gott, das ist selbst für seine Maßstäbe äußerst ungewöhnlich. Hoffentlich geht es beiden gut. Was stehen hier noch rum? Los, retten wir Elfeline. Gibt noch was für uns. Wenn du einen Entwickler-Spezialwaffe einsetzt, werde auch ich ein bisschen stärker. Ah, okay. Wird auch mein Speer. Okay, das ist cool. Bisschen blöd, dass der irgendwie sonst nicht so dabei sein kann irgendwie. Ich habe auf jeden Fall auch schon hier gesehen, hier, man kann hier noch irgendwas freischalten auf bei 155 Waddle Dees. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was das sein wird. Und gehen wir auf jeden Fall jetzt mal in diese Wüste hier. Die Origines-Wüste. Ich habe auch von einem Kollegen den Tipp bekommen, wenn man hier auf der Welt ist, auf der Overworld, kann man, wenn man R drückt, kann man sich hier so richtig schnell fortbewegen mit dem Stern. Richtig cool. Aber ich würde sagen, ohne jetzt viel rumzulabern, gehen wir in die nächste Welt. Die Wüste Wiege des Lebens. Gibt es auch nur 3 Waddle Dees, was? Aber ich habe auf jeden Fall Bock auf ein Wüstenlevel. Das hat ja irgendwie noch gefehlt. Ich muss nur noch meine Kopfhörer hier reinstecken. So. Da hat man ja im Trailer auch gesehen, da gibt es ein Level, das sieht richtig geil aus. Und da haben wir auf jeden Fall diese neuen Füchse auch schon. Scheinen aber auch immer noch keine Gegner zu sein. Boah, sieht das geil aus. So ein Wüstensturm. So ein Sandsturm, besser gesagt. Aber ich bin mir sehr sicher, wie gesagt, dass diese Insel der, oder die Heimat der, des Bestienrudels sein wird, wo wir hier gerade sind. Wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen stärker hier. Die Gegner, habe ich das Gefühl. Da gibt es auf jeden Fall viele Gegner, wie es aussieht. Das kann ich auch einfach abschießen, genau. Sollte ich mal den Entdecker einsetzen? Zack. Es wäre so krass gewesen, wenn das jetzt einfach ein Waddle Dee gewesen wäre. Warum ist eine Zielscheibe? Triff 3 fliegende Ziele, okay. Was sind das hier für Gegner, bitte? Oh, der Ring, der Windstoß. Der Ringstampfer, der ist immer ganz geil. Der Ringstopfer, besser gesagt. Da haben wir noch ein Dingens. So, was ist das Secret jetzt hier nochmal? Triff 3 fliegende Ziele, okay. Yo, noch ein Secret geschafft direkt. Wie viel haben wir denn noch? 2 haben wir noch. Obwohl, 1 wissen wir schon, was das ist. Boah, hier kann man sich richtig viel umsehen. Da hinten geht's direkt weiter. So, was ist das hier? Oh. Hier kann ich wieder was aktivieren. Hier müssen wir irgendwas aktivieren. Wahrscheinlich, ja, ist auch ein Diamant. Oder so ein Fragment, besser gesagt. Keine Ahnung, wie das ausdrücken soll. Was auch immer das sein mag. Irgendwie so ein Fragment, keine Ahnung. Aber die Welt gefällt mir direkt sehr gut. Ist eine sehr coole Aufmachung für ein Level. Da kann ich hoch. Oh, nicht schon wieder die. Die kämen ja schon vom Wasserlevel. Ah, schon viel Damage da reingeht mit dieser Fähigkeit hier. Schmeiß mit. Boah. Treffen uns auf jeden Fall gegenseitig. Da ist noch ein Gegner. Das macht sie diesen komischen Wirbelangriff da, glaube ich, oder? Ja, diesen Wirbelsturm da. Oh, oh mein Gott. Wie kann ich denn dem ausweichen?
schon. Down bist du. Oh, der hat uns ganz schön viel... Oh, da oben ist ein Model D. Der hat uns aber auf jeden Fall ganz schön viel Leben abgezogen. Oh, da haben wir auf jeden Fall viel Heilung und auch so eine Figur wieder. Diesmal habe ich auf jeden Fall keinen Sticker gesagt. Perfekt. So, jetzt können wir, glaube ich, hier auch weitergehen, oder? Oh, eine Blaupause, was? Der Kristalligel. Haben wir den Igel schon mal aufgerüstet? Ich glaube schon. Oder nicht, ich glaube noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir den schon aufgerüstet haben. So. Da unten ist ein S. Ich habe sogar gedacht, es ist wieder so ein Sticker oder so. Ah, da können wir auf jeden Fall mal das Feuer wieder mitnehmen. Das Vulkanfeuer. Auch ein cooles Detail, dass die Pflanzen so zerstört werden. Da ist auf jeden Fall was Geheimes, wie es aussieht. Das fliegt aber nicht um. Ah, ich höre auf jeden Fall einen Waddle Dee. Da braucht man den Vollstopfer hier. Man hört die so ganz leicht, diese Waddle Dees. Und wieder ein Sticker. Warte mal, kann ich den umschmeißen? Ich glaube schon, oder? Ja, es steht da sehr offensichtlich. Hört ihr das? Man hört die so ganz leicht. Die machen so Emle. So ein ganz verstörender Sound auf jeden Fall machen die da. So. Da kann man wieder was aufschmeißen. Weg, 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 weg. Ah, wahrscheinlich doch der letzte Waddle Dee zu sein, oder? Da müssen wir schnell sein wieder. Ja, das kann ja einem nie treffen hier. Ist ja viel zu langsam. Und noch eine Figur. Oh. Okay, das war jetzt ein bisschen... Kommt direkt das Karma rein. Und noch ein Waddle Dee. Wir haben alle. Okay, das Level war mit den Waddle Dees sehr, sehr einfach. Und hier haben wir richtig viel Kohle. Oh, weg, weg, weg. So. Aber ich finde generell, die ersten Levels in den neuen Welten sind immer richtig gut. Sind irgendwie fast immer die besten Level, finde ich. Oh, das sieht auch cool aus hier. Okay, weg, 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 weg. Kommen wir hier auf jeden Fall nach oben. Naja, hier ist das Level vorbei. Oh, so eine Oase, so ein so arabisch angelegt oder ägyptisch, irgendwie richtig cool hier im Hintergrund. Sehr, sehr cooles Level. Ah, jetzt haben wir die fliegenden Ziele vergessen. Ups. Mit dem Ringstopfer, okay. Hm. Was bekommen wir für die Windmühlenschalter? Mümli und Mömlor. Was ist das? Diese Schilder sind auch irgendwie... Das hätte man sich irgendwie das Figur sparen können. Aber irgendwie scheint das Level hier nicht so groß zu sein, habe ich das Gefühl. Auf der Suche nach der Oase. Hm. So, was kommt jetzt hier? Ah, wieder solche Portale. Dann würde ich sagen, wir gehen auch direkt ins nächste Level auf der Suche nach der Oase. Ah, jetzt sind wir auch bei diesem... Hier draußen ist so ein ehemaliges Hotel. Hier müssen ja auch mal Menschen gelebt haben, oder? Also irgendwie sieht das alles aus, als würden hier das alles Menschen gebaut haben. Aber was ist hier passiert, dass das alles so zerstört wurde? Wieder so ein Mega-Cooper, oder wie die da heißen. Ah, jetzt ist meine Fähigkeit kaputt, Mist.
den einsaugen? Nee, kann ich nicht. Oh mein Gott. Ah, kann ich doch. Wie viele Dinger gibt's denn hier? 5 Kirbys. 5 Waddle-Dees, meine ich. Okay. Ne, mit dem Megasauger kann ich es, glaube ich, einsaugen, das Ding. Ja. Ja, das war so klar, dass hier ein Waddle Dee versteckt ist irgendwo. Perfekt. Oh, was ist das? Hä? Ach genau, das gibt's ja auch. LOL. Als ob das ein geheimer Waddle Dee war. Krass. Oh, da haben wir wieder sowas. Oh, die Musik kickt aber hier ordentlich rein. Oh, Mist, da ist wieder dieser komische Pfütze da. Okay, da kann man nicht runter. Oh, was ist denn das? Oh, da brauche ich das Wasser, glaube ich, oder? Okay, da ist auf jeden Fall offensichtlich, dass man da irgendwas machen kann. Oder? Nee, ich glaube doch nicht. Anscheinend doch nicht. Hätte ich mir gedacht, dass man das irgendwie aufspritzen kann, den Gegner, da mit dieser komischen... in irgendeiner Fähigkeit oder so. Aber anscheinend doch nicht. Oh mein Gott, was ist denn das? Das sind auf jeden Fall auch so richtig inspirierte Gegner, so an diese... an die Pokés von Mario. Kann ich die töten? Ja, kann ich. Ah, okay, ich kann sie kleiner machen. Da haben wir auf jeden Fall wieder einen Sticker. Oder ein... Ah, ich hab schon wieder Sticker gesagt. Ach ja, stimmt, ich kann mal das herholen. Das habe ich vergessen. Da könnte natürlich auch ein Waddle Dee sein. Hier, wenn, das, wenn wir das hier töten alles. Nee, leider nicht. Aber da könnte was sein. Oh, wieder eine Blaupause. Der Sägezahn-Boomerang, lol. Also manche Fähigkeiten habe ich das Gefühl, das wollen sie, dass man das schafft zu bekommen. Das ist wieder so ein komischer Riesenfrosch. Oder eine Kröte, keine Ahnung, was das sein soll. Ach, der macht diese Pfützen da. Oh, da ist ein Waddle Dee wieder. Der ist sehr, sehr einfach platziert. Okay, dann haben wir auch den zweiten schon. Wir haben auch noch keinen verloren. Also vergessen. Das ist cool. Oh, oh mein Gott. Ah, jawohl. Öffnen. Okay, was bringt das jetzt? Ah, okay. Ja, da oben ja auch das Ding schon gewesen. Wow. Aber wir sind jetzt nicht den regulären Weg gegangen, oder? Das kann ja nicht der reguläre Weg sein. Da unten geht es auf jeden Fall wieder weiter. Ja, da ist ein Waddle Dee auch in der Woll. Perfekt. Okay. Der war auch eigentlich einfach zu bekommen. Das könnte man nochmal sogar versuchen. Oh, nehmen wir mal den Bohrer wieder mit. Dann habe ich auch mal wieder Bock. Oh, da ist was Geheimes. So, wir haben zwei geheime Sachen auch noch. Kann ich mich durchgraben? Ey, jetzt hat mich der noch getroffen, oder was? Ey, der kann ich nicht durch. Ja, als ob ich da nicht durchkomme. Ach so, okay, verstehe.
Lass mal das so machen. Ah, dann kann ich den schon töten. Boah, was droppt denn der alles? Quaxikon, Kums, okay. Eine weitere geheime Fähigkeit-Aufgabe auf jeden Fall in dem Level hier. Ah, jetzt geht das auch auf. Okay, verstehe. Da unten ist ein Waddle Dee. Okay, da müssen wir alles aktivieren. Ich verstehe schon. Da müssen wir schnell sein. Ich kann mich da nicht reingraben, stimmt. Uah. Okay, da müssen wir schnell sein, wie es aussieht. Okay, perfekt. Also auch cool, dass man sich hier nicht reingraben kann. Vielleicht kann man das, wenn man das nochmal aufrüstet sogar. Okay. War auch eigentlich sehr einfach. Oh nein. Oh, wieder eine geheime Fähigkeit. Aufgabe. Ja, wir bekommen echt jetzt gerade echt viele Fähigkeiten, also viele Aufgaben schaffen wir irgendwie. So, gehen wir hier mal weiter. So, was erwartet uns jetzt hier noch? Oh, da ist wieder so ein Quaximo. Hier können wir uns reingraben. Ah, okay. Dann haben wir hier echt alles geschafft. Krass. Dann haben wir noch eine geheime Aufgabe hier. Ah, und der letzte Waddle Dee auch noch. Wir haben ja einfach hier 100% geschafft, glaube ich. Oder? Ja, 100% Leute, krass. Und da ist das Level zu Ende. Krass, 100%, das erste Mal, glaube ich. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Und der Schwert-Kirby. Ah, und der Schrankstopfer-Kirby. Ich glaube, ein Level schaffen wir sogar noch. Am Bellencenter-Mitarbeiterbereich. Aber wir haben einfach alles geschafft hier. Ah, da können wir noch einen anderen Stern, verstehe. Wo das da hinten könnte auch noch ein Level sein hier. Das hier könnte auch noch was sein. Nee, doch nicht. Was, hat das nur 3 Level? Das wäre schon krass irgendwie. Dann am Bellencenter Mitarbeiterbereich. Ist auch wieder 5 Waddle Dees. Oh, und das hat man im Trailer gesehen hier. Das sieht so geil aus. Das sieht so nice aus. Okay, hier ist kein Secret. Gibt es wahrscheinlich direkt wieder 2 Wege, oder? Nee, doch nicht. Als ob ich mich hier jetzt reingraben kann. Ist auch wieder 3 versteckte Aufgaben auf jeden Fall. Oh, es sind Geister. Ich verstehe. Mit der Kamera los hier. Na, weg mit den Geistern. Und jetzt noch ein Geist. Warte, man muss sich hier entlang. Ich glaube schon, oder? Ja, scheint so. Das ist ein Dreieck, was heißt das? Okay.
Ah, oh, was ist das? Ist das neu? Ah ne, das ist wieder der Kegler. Oh mein Gott. Boah. Da kann ich rein. Ah, verstehe. Ist irgendwo ein Waldi. Ja, hier drin ist einer. Wow. Wie bekomme ich denn hier? Ein Dreieck brauche ich. Bombe. Ah, hier. Ja, da geht auch schon der Weg weiter. Ach komm, yo. Wenn man immer so greedy wird. Dann haben wir auf jeden Fall den ersten Waddle Dee. Ich höre noch einen, glaube ich, oder? Ja, ich höre noch einen. Irgendwo hier ist noch einer. Bin halt fast tot. Ah, hier ist wieder was. Viereck? Ich brauche echt Heilung langsam. Ah, sprich, das schmerzt, Mann. Das Master Sword kann ich da rauf, ja, da kann ich hoch. Ah, okay. Ah, verstehe. Da ist auch was. Ah, da ist ein Sticker. Ich sag immer Sticker, warum? Das Coolste, ich kann mich auf jeden Fall auch hier heilen, wenn ich das verschieß. Das ist ganz geil. Beste Heilung auf jeden Fall im Leben. Boah. Oh mein Gott. Ah. Aber die ist eine coole Idee, finde ich, für die Waddle Dees zum Verstecken. Oh, komm her mit dem Master Sword, Mann. Ah, ist schon geil auch hier. Ich habe wieder einen Waddle Dee. Ja, hier drin. Oh nein, jetzt habe ich das Schwert nicht mitgenommen. Wilder Bonkers, okay. Oh mein Gott, das ist eine schwierige Version. Das sollte man aber eigentlich nicht leicht schaffen. Boah. Okay. Wird direkt wütend. Ja, der kann eh nichts. Okay. Und nochmal ein Hit. Und tschüss. Mal gleich mal absorbieren für Fähigkeit. So, der nächste Waddle Dee. Nice. Da ist auch noch was. Ah, da sind mehrere Schalter hier. Vielleicht ist da gleich der nächste drin, das wär's jetzt. Und noch eine Blaupause. Der wilde Hammer. Okay, im nächsten Mal können wir auf jeden Fall ordentlich viel aufrüsten. Ich höre noch einen Waddle Dee hier. Hier ist noch irgendwo einer. Ah ne, der ist weiter weg wieder. Okay. Irgendwo hier höre ich aber einen. Ja, man hört die so komisch schreien irgendwie. Hier vielleicht? Da ist eine Uhr. Weg mit dir. Ah. Hä? Ah, okay, dann kann ich das aufmachen. Das war auch wieder eine coole Level-Idee. Die haben da echt gute Ideen. Muss man den Entwicklern echt lassen. Ah, hier ist einer drin, glaube ich. Ja.
Die Wardle, die sind aber hier auch wieder sehr einfach versteckt diesmal. Was haben wir eigentlich für geheime Aufgaben? Gar keine noch. Okay, wir wollen uns da alle aufhalten. Kann ich da rein? Nee, da unten ist noch ein Wardle, ich höre ihn schon. Aber hier ist was. Boah. So, hier kann ich rein. Ah, okay. Ah, das muss ich voll dingensen wahrscheinlich, oder? Okay. Ja, da wollen wir uns natürlich aufhalten jetzt hier, aber zu einfach. Ja. Und wir haben wieder alle Waddle-Dees, Leute. Nice. Weil wir können im nächsten Part so viel Sachen aufrüsten. Da können wir fliegen. Oh, was uns hier alles verfolgt. Ja, da schauen sie gleich weg, wie wir den Hammer auspacken, den Mega-Hammer. Okay, das sind jetzt sehr viele Gegner. Oh, der Igel muss weg unbedingt. Da ist noch eine Figur. Oh, nice. Ich höre noch ein Waddle Dee. Aber das muss wahrscheinlich das Ende vom Level sein. Ja. Ah, cool, das war gerade noch eine geheime Aufgabe hier. Aber ich muss echt sagen, ist ein sehr, sehr cooles. Eine sehr, sehr coole Welt auch. Was haben wir sonst noch? Ich probiere drei Sorten von Eiscreme, okay. Den Lichtring haben wir bekommen. Oh, und den Igel Kirby. Oh, und den Großschwert oder kolossales Schwert. Oder das Master Sword, besser gesagt. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt wieder zum Boss kommen. Weil es scheint so, als würden wir jetzt schon zum Boss kommen, oder? Nee, doch noch nicht. Mondscheinkluft. Okay. Nice. Bekommen auf jeden Fall wieder einige Portale. Ja, dann machen wir hier im nächsten Part weiter bei der Mondscheinkluft und dann haben wir hier auch schon direkt den nächsten Boss, bin ich gespannt. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part wahrscheinlich auch wieder einige neue Fähigkeiten aufrüsten, haben wir hier richtig viel mittlerweile wieder mit den Blaubausen zum Freischalten. Ich würde auf jeden Fall sagen, bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal und ciao.